Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute gemeinsam die Gedanken, Gefühle und auch die kommenden Schritte auslegen. Schaut bitte immer, ob ihr in Resonanz damit geht, denn das ist eine allgemeine Legung. Dann fangen wir mit der Gedankenebene an deines Gegenübers. So, dazu nehmen wir die Herzenfühlenkarten und die Lenormand-Karten. Und dann schauen wir mal. Wir haben hier einmal das Yin und Yang. Im Leben herrscht die Balance zwischen Festhalten, Loslassen, Dunkelheit und Licht, Zuhören und Reden. Okay, also hier geht es wirklich um die Balance zu finden in eurer Verbindung. Das geht hier gerade in den Gedanken deines Gegenübers durch. Lass uns mal schauen mit den anderen Karten weg. Da haben wir einmal den Ring. Wir haben das Haus. Wir haben den Fuchs und wir haben die Störche. Ah, okay, okay. Ich habe hier schon einen Impuls, aber lass uns hier nochmal bitte den Fuchs abklären, weil mir scheint es so, dass dein Gegenüber sich bisher vor Verbindlichkeit weggeschlichen hat, vor Häuslichkeit weggeschlichen hat. Schauen wir einfach mal auf den Fuchs als Klärungskarte. Wir haben das Rad des Schicksals, da würde ich noch gerne eine Karte nehmen. Und wir haben die Sechs der Kelche. Okay, also hier gerade kommt die Vergangenheit sehr stark ins Spiel, ne? Dass dein Gegenüber vielleicht schon mal entweder A, getäuscht worden ist, ja, oder jemand in der Vergangenheit sehr eigennützig war, sodass dein Gegenüber tatsächlich eine Vorsicht entwickelt hat, sich nochmal all in wirklich in eine Verbindung rein zu verbinden. Also wirklich dann auch hier mit dieser Bindung, ne? Oder vielleicht auch Heirat. Einfach auch nicht nur auf dem Blatt Papier zu sagen, wir sind jetzt zusammen, sondern auch wirklich so von innen heraus mit der ganzen Seele da reinzugehen. Und da ist dein Gegenüber sehr, sehr vorsichtig, weil ich hier irgendwie etwas Vergangenes reinbekomme, wo er schon mal, wie gesagt, entweder getäuscht worden ist oder das Gefühl zumindest gehabt hat. Vielleicht wurde dieser Mensch verlassen, wo er sich in trockenen Tüchern gefühlt hat, ne? Was dann sehr unverhofft zum Beispiel auch kam. Und genau das hat vielleicht bei ihm so ein einschneidendes Erlebnis reingebracht, dass dann sozusagen die Alarmglocken angehen, wenn er nur darüber nachdenkt, sich wieder komplett niederzulassen, ne? Obwohl das Gefühl da ist, das könnte wirklich gut passen. Der spielt auch das Szenario durch, auch mit dem Yin und Yang, ne? Er weiß ja auch, dass im Leben einfach auch nicht immer nur schöne Tage sind, sondern ab und zu auch mal ein dunkler Tag kommt. Genau, aber hier ist einfach noch sehr stark die Vergangenheit präsent. Lass uns mal auf die Störche eine Klärungskarte nehmen. Wir haben hier den König der Stäbe. Ich möchte noch auf das Haus eine Karte haben. Die Königin der Schwerter und auf den Ring. Hupsa. Die Vier der Schwerter. Ja, genau, das darf hier auf jeden Fall erstmal geheilt werden, ne? Also er weiß auf jeden Fall, er hat auch die Klarheit, dass das Problem tatsächlich an ihm liegt, ja, dass er hier diese Dinge erstmal in die Heilung bringen darf. Zumindest ist das auch schon auf seiner Bewusstseinsebene, dass eben wie gesagt diese vergangene Erfahrung damit einspielt und da jetzt zurzeit vielleicht auch der gewisse Mut fehlt, wirklich auch all in reinzugehen. Vielleicht habt ihr schon mal oder vielleicht hast du auch schon mal darüber gesprochen, in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen, an einen gemeinsamen Ort zu gehen, ne? Und genau, einfach hier wirklich auch mit den Störchen in eine große Veränderung in eurer Verbindung reinzugehen, dass da mal mehr Bewegung einfach auch reinkommt. Genau, und dein Gegenüber weiß ganz genau, gerade jetzt auch mit dem König der Stäbe, der muss da wirklich mutiger werden, auch mehr in den Tatendrang kommen, auch wirklich die Dinge anpacken, wo er, wie gesagt, noch zur Zeit eben mit sich selber stark beschäftigt ist und weiß, dass er, wie gesagt, auch sozusagen seine Angst dementsprechend ja heilen muss, ja. Genau, also er beschäftigt sich zumindest schon mal darüber. Wenn du jetzt sagst, okay, du hast das schon mal angesprochen, das Thema, wie geht es weiter mit uns zum Beispiel, ne? Heiraten wir irgendwann oder ziehen wir gemeinsam in eine Wohnung oder in ein Haus, dann kannst du dir sicher sein, dass dieser Mensch diese Szenarien durchspielt und auch tatsächlich sich selber reflektiert und auch versucht, diese Angst zu überwinden und diese vergangene Erfahrung Vergangenheit zu lassen und ja,
Genau, und sich nicht davon wegzuschleichen sozusagen. Dann schauen wir mal auf der Herzgegend, was da los ist. Da haben wir die Ausstrahlung. Okay, dann nehmen wir noch das andere Kartendeck. Da haben wir die Sense, der Schlüssel. Ups, da haben wir noch zwei. Wir haben den Baum und wir haben den Irrgarten. Okay, dann klären wir auch noch mal die ein oder andere Karte ab auf die Sense. Und da sehen wir auch schon den Schmerz, ne? Die Sense steht ganz typisch auch, da war mal eine Verletzung. Vielleicht war das wirklich auch ein Schockerlebnis, was sich so tief reingebrannt hat in die Herzebene. Und deswegen auch vielleicht bis hierhin die Dinge aufgeschoben worden sind, sich nicht damit wirklich beschäftigt worden ist. Und ja, ich nehme wahr, dass das, was hier passiert ist, sozusagen in der Vergangenheit etwas ganz Plötzliches war. Ja, was vorgefallen ist. Vielleicht wurde dieser Mensch wirklich verlassen für jemand anderen. Oder irgendetwas hat dieser Mensch vielleicht auch herausgefunden, dass er sozusagen gezwungen war, jemanden zu verlassen. Aber ich sehe hier eine sehr plötzliche Verletzung, die er bis hierhin eben noch mitnimmt von den Emotionen und von den Erfahrungen, natürlich von den Erinnerungen, ja, genau. Dann den nehmen wir nochmal auf dem Schlüssel eine Karte, da haben wir das Ass der Stäbe, ja, aber er spürt eben auch, guck mal, wie schön auch an der Unterseite die zwei der Kelche, er spürt natürlich auch, dass der Schlüssel zu seinem Glück eben hier der Mut sozusagen ist, diese Chance einfach auch in Angriff zu nehmen, ja, weil er spürt natürlich auch, dass das hier einfach auch ein tolles Fundament ist, eine spirituelle Begegnung ist und einfach auch langfristig ein Wachstumspotenzial mit sich bringt. Und auch gerade mit der Ausstrahlung, er spürt natürlich auch, ne, das, was man ausstrahlt, zieht man auch an. Und zurzeit ist er gerade so in einer Zwischenwelt, habe ich das Gefühl. Und zwar die Zwischenwelt zwischen noch diesem Trauma, was er in sich trägt, aber auch dieses Beschäftigen mit dem Realwerden eurer Verbindung oder des Weiterkommens, dass da Bewegung reinkommt. Wir schauen mal auf den Baum, weil das ist eine Heilungskarte. Und da haben wir hier die Hohepriesterin. Ja, und ich habe das Gefühl, dass seine Seele ihm tatsächlich immer wieder Impulse auch gibt, ja, wo die Reise hingehen soll, wo einfach auch das Glück und die Liebe und der langfristige Wachstum, in welcher Richtung das einfach auch liegt. Und da habe ich das Gefühl, dass das Herz oder die Seele immer wieder mal anklopft, wirklich auch Impulse schickt, auch intuitive Dinge ihm schickt, damit er eben auch zum Umdenken, Nachdenken und natürlich auch der Umsetzung angestoßen wird. Und wir sehen ja auch auf der Gedankenebene, dass da auch schon einiges passiert. Und das finde ich auch so interessant, weil wir auch das Rad des Schicksals hier haben, auch gerade mit den zwei Karten. Da hilft das Universum ganz gut nach, um wirklich auch die Augen zu öffnen, beziehungsweise die Dinge vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und natürlich auch zu sehen, dass die Münze immer zwei Seiten hat. Das heißt zum Beispiel auch vielleicht die Dinge, die guten Dinge zu erkennen an der schmerzhaften Erfahrung, die damals stattgefunden haben, ja. Sonst werdet ihr euch ja vielleicht auch niemals begegnet, ne? Genau. Dann schauen wir mal auf den Irrgarten noch. Ja, und hier haben wir die Liebenden, genau. Und das ist das hier eben, ne, mit dieser Sackgasse. Das heißt, was wir hier auch schon wahrnehmen, also hier darf eben noch der Schmerz losgelassen werden, ja. Das ist hier ganz eindeutig. Das hat hier sehr wahrscheinlich etwas mit Herzensangelegenheiten eben zu tun, einer Liebesbeziehung, wo eben diese schmerzhafte Erfahrung war. Und das ist hier einfach noch so eine Energie auf der Herzgegend mit dem Schmerz verbunden, was hier wirklich noch losgelassen werden darf, ne? Wo auch diese Angst einfach losgelassen werden darf. Und vor allem auch, wenn man sehr viel Groll oder Angst in sich trägt gegenüber einer Person aus der Vergangenheit, dann ist natürlich da auch noch, und selbst wenn es ein negatives Band ist, ist es noch da und er ist noch nicht 100% frei für das Neue. Da ist der Raum noch nicht 100% frei, ne? Und deswegen habe ich das Gefühl, auch gerade mit diesen Karten und dem Rat des Schicksals, dass hier diese Impulse eben auch dementsprechend geschickt werden, dass das Loslassen auch früher oder später hier auch leichter fallen wird, um sich eben eurer Verbindung zu öffnen, ohne diese Ängste dazwischen, ja? Angst vor dieser vielleicht nochmal so eine gleiche Erfahrung zu machen. Dann schauen wir mal, was tendenziell die kommenden Schritte sind. Da haben wir die Angst
und die Fülle. Ja, wir haben ja die ganze Zeit über die Angst auch bei diesen Menschen gesprochen und hier geht es darum, die Angst in Antrieb zu verwandeln. Und ich finde das auch so schön, die Fülle sagt auch, alles, was du zum Leben brauchst, steckt tief in dir drin. Das heißt, wir haben ja gefragt, wie es tendenziell weitergeht und auf der Angstkarte steht eben, verwandle deine Angst in Antrieb. Na, und da finde ich schön, da sieht man einfach auch, dass der Prozess hier am Laufen ist. Lass uns jetzt nochmal weiterschauen mit den anderen Karten. Wie geht es tendenziell weiter? Hier haben wir schon mal den Brief. Wir haben die Lupe. Upsa. Oh, und wir haben das Herz. Sehr schön. Okay. Ich möchte mal gerne die Lupe unter die Lupe nehmen mit einer Erklärungskarte. Das finde ich ja cool. Also die 8 der Kelche und auf dem Brief hätte ich auch noch mal gerne eine Karte. Das finde ich sehr schön in dieser Kombination. Jetzt möchte ich mal schauen, was macht ihm hier noch Kopfzerbrechen. Aber dennoch bleibt so ein bisschen die Angst bestehen. Okay, also mit der Lupe finde ich das sehr schön und den 8 der Kelchen, ne? Weil wir sehen ja hier, hilft das Universum so ein bisschen nach und man schaut sich einfach nochmal wirklich die Details an. Vielleicht geht man auch nochmal diese vergangene Erfahrung richtig durch, Detail für Detail, ja, um wirklich dann auch diesen Abschluss zu finden und diese Dinge eben aus einer anderen Perspektive zu betrachten, ne? Vielleicht hat dieser Mensch das auch zu sehr auf den Podest gestellt, diese schmerzhafte Erfahrung, aber das wird sich hier ganz genau angeschaut und ja, wir sehen natürlich auch, die Tendenz ist da, ja, dass dann eben diese Angst verlassen wird oder dieses, dass man einfach so für sich eine Entscheidung trifft, okay, ich schließe jetzt das Kapitel, damit ich mich für etwas Neues öffne, ne? Und auf der anderen Seite ist das so, gerade jetzt hier mit diesen ersten Karten, nehme ich wahr, dass hier, dass ihr beide das auf jeden Fall auch besprechen werdet. Ja, die Kommunikation ist da. Und es wird sicherlich hier auch über etwas Längerfristiges besprochen, sage ich mal, längerfristige Pläne, die ihr vielleicht gemeinsam oder was ihr erreichen möchtet als Paar, als Verbindung. Aber hier sieht man trotzdem noch, ne, dass er immer noch dazu neigen wird, dann kalte Füße zu bekommen. Ne? Es ist auch wirklich so, wenn man eine traumatische Erlebnis gemacht hat, dann ist es nicht immer ganz einfach, das komplett loszulassen. Es wird immer mal wieder etwas hochkommen. Aber hier gilt dann wahrscheinlich viel Geduld und, sag ich mal, Vertrauen schaffen. Ne? So wie so ein, man ist ja auch bei Tieren so, die aus dem Tierheim kommen. Ne? Die haben schlechte Erfahrungen und dann sieht man ja auch oft, dass die sehr ängstlich sind und viel länger Zeit brauchen, um dieses Vertrauen wieder zu fassen. Und das nehme ich hier auch wahr. Was ich hier aber schön finde, ist gerade auch mit dem Herz. Die innigen Gefühle sind ja da. Ja, die Liebe ist da. Und ich habe das Gefühl, dass die Liebe, auch wenn es immer wieder mal vielleicht ein Holpersteinchen zwischen euch geben wird, eben durch das, wenn es wieder hochkommt, die Liebe euch immer wieder zusammenführen wird, wie ein unsichtbares Band. Und und das dann vielleicht auch schlussendlich zum Erfolg werden kann hier, ne? Also wie gesagt, der Mensch schaut sich das wirklich alles nochmal an und weiß auch, dass er selber etwas dafür tun muss. Er schiebt das jetzt nicht irgendwie auf dich, nein, er schaut sich selber an. Das sieht man hier auf jeden Fall. Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz mit dieser Legung gegangen seid. Ja, und wenn euch die Legung gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder Abo. Dann macht's gut. Tschüss!